Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Dokumentation von Ergebnissen im RFM-Ausdruckprotokoll. Heißt RFM-Ausdruckprotokoll, weil wir heute auch die Dokumentation von Flächenergebnissen zeigen möchten. Ansonsten, das meiste in diesem Webinar gilt auch für RStab-Kunden. Also, wenn Sie RStab-Anwender sind, dann können Sie hier genauso teilnehmen und werden sicherlich das ein oder andere, hoffe ich, von uns noch erfahren. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin verantwortlich für Marketing, unter anderem für die Webinare, die deutschen und englischen. Ich, ja, werde heute unterstützt von der Sandy. Man sieht irgendwie ihre Webcam nicht. Das klappt nicht ganz. Aber Sandy, vielleicht stellst du dich trotzdem selber vor. Ja, genau, meine Webcam geht leider nicht. Beim Test heute hat es geklappt. Ja. Aber nicht so schlimm. Mein Name ist Sandy Matula. Ich beantworte heute Ihre Fragen. Und genau. Genau, vielen Dank. So, dann mache ich auch meine Webcam wieder aus, dass Sie den ganzen Bildschirm sehen. Okay. So, die Sandy hat es eben schon gesagt, sie beantwortet die Fragen. Fragen können Sie stellen über das Bedienpanel auf der rechten Seite Ihres Bildschirms in der Regel, oder das Panel ist auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. Da können Sie eine kurze Frage stellen und bekommen dann in der Regel auch während des Webinars eine Antwort. Manchmal bleiben auch Fragen übrig. Oder ja, das kommt eigentlich häufiger vor, ehrlich gesagt, weil oftmals viele Fragen gestellt werden. Dann erhalten Sie auf jeden Fall im Anschluss an das Webinar Ihre Antwort, wenn Sie während des Webinars keine Antwort erhalten. Und ja, einfach per E-Mail in den nächsten Tagen immer mal schauen, dann erhalten Sie da eine Antwort. Sie können auch das Webinar ja durchweg schauen, um auch nicht den Faden zu verlieren, und im Anschluss uns eine E-Mail schreiben mit der entsprechenden Frage. Okay, zum Webinarinhalt. Ja, das sind drei Punkte, die werden nicht nacheinander gezeigt, sondern alles so durchmischt. Tipps und Tricks zu Anzeigeeigenschaften, einmal im Programm, auch im Ausdruckprotokoll. Da gebe ich ein paar Tipps. Einzel- und Seriendruck von Grafiken ins Protokoll. Ja, zeige ich für Flächen- und Stabergebnisse. Ja, und zeige insgesamt die Erstellung eines prüffähigen Ausdruckprotokolls mit Deckblatt. Füge auch mal Grafiken ein oder eine Grafik ein, dass Sie alles so mal sehen, wie so etwas geht, wer es noch nicht weiß. So, bevor wir starten, möchte ich kurz noch eine kleine Umfrage starten. Kleinen Moment. Und zwar, ob Sie ja bereits mit RStab oder RFM arbeiten. Klicken Sie bitte einfach auf Ja oder Nein und klicken dann auf Senden. Und dann erhalten wir ganz kurz gleich die Antwort. Es ist anonym natürlich, ja, aber es interessiert uns und vielleicht auch Sie. Jetzt haben über 90% schon gewählt. Dann schließen wir auch jetzt, um nicht so viel Zeit zu verlieren. So, ich veröffentliche das. Ja, fast alles bereits Anwender. Das ist sehr schön. Wir konnten uns das auch denken und deshalb, ja, gehe ich. Warten Sie, ich muss das mal komplett wieder ausblenden. Genau. Jetzt sehen Sie natürlich unsere Webseite. Damit wollen wir nicht weitermachen. Mit diesem Modell machen wir weiter. Wie gesagt, wir konnten uns, ja, das zeigt die Erfahrung, dass häufig fast ausschließlich Anwender teilnehmen, aber auch immer ein paar Neulinge. Wir wollten dann jetzt so eine Agenda zusammenstellen, die sich aber auf beide Zielgruppen, bezieht. Also einmal für die Anwender interessant ist und auch für die Programme noch nicht kennen. Ich habe aber extra ein Modell gewählt, wo man auch viele Ergebnisse hat, viele Kombinationen, also wo das Ausdruckprotokoll auch etwas umfangreicher ist, um gleichzeitig auch mal zu zeigen, den Leuten, die schon Ausdruckprotokolle erstellt haben, wie geht man mit solchen Protokollen um, die ja einen sehr großen Inhalt haben. Ja, das Protokoll
kann dann irgendwann relativ langsam werden, wenn sehr viele Seiten gedruckt werden. Und da gibt es ja ein paar Tricks. Mal eine Variante, wie man sowas machen könnte, zeige ich heute. So, das ist das Modell, ist eine Halle aus Holz mit Stahldiagonalen ausgesteift, steht auf einer Stahlbetonbodenplatte. Ich zeige vielleicht mal kurz die Lasten, Eigengewicht, also hier sind auch Lagerlasten zusätzlich zu den Dachlasten, Schnee, Verkehr, auch hier wieder die Lagerlasten und ein paar Gabelstapler, die ich hier auf der Bodenplatte angesetzt habe. Dann Wind in X-Richtung, in Y-Richtung, mit Dach abhebend, Imperfektion in beide Richtungen, Vorspannung der Verbände und ja, dann die ganzen Kombinationen automatisch kombiniert. Sie sehen, das sind eine ganze Menge. Ja, dadurch erhöht sich natürlich der Ausdruck, also der Umfang des Ausdruckprotokolls, was aber beabsichtigt ist hier. Eine Ergebniskombination, die dann wichtig ist für die Bemessung, für die Tragfähigkeit, dann drei für die Gebrauchstauglichkeit, dann gibt es Ergebnisse für Stahl EC3, für die Diagonalen, die Bodenplatte in Erfbetonflächen bemessen, in Erfholz Pro die Holzkonstruktion, ja, und Säulen, das habe ich praktisch genutzt, um die Bettung zu definieren. So, dann zeigen wir mal kurz hier die Ergebnisse. Das ist einmal Holz Pro. Wir sehen hier eine Auslastung von 94%. Die haben wir hier im Riegel. Und genau sowas wollen wir dann dokumentieren, solche Ergebnisse. Hier haben wir jetzt die Ergebnisse von Erfbetonflächen. GZT, GZG maßgebend, die obere Bewährung, untere Bewährung. Ah, da kommen wir später nochmal dazu. So, hier Stahl EC3. Ja, da habe ich nur die Verbände bemessen. 55% maximale Auslastung. Ja, da hätte man wahrscheinlich den Nachweis auch schnell von Hand führen können. Zugkraft durch Fläche. Aber um hier auch ein paar Modulergebnisse noch zu haben, habe ich das in Stahl EC3 bemessen. Noch zur Vollständigkeit RF Säulen, also hier die Bodenparameter für die Ermittlung des Bettungsmoduls. Okay, dann fangen wir an mit der Dokumentation der ersten Ergebnisse. Also hier möchte ich Stabergebnisse dokumentieren von RF Holz Pro. Einfach mal exemplarisch. Also ich drucke nicht unendlich viele Grafiken ins Protokoll. Aber ja, einmal Stab und auch Flächenergebnisse, wo Sie sehen, wie das Ganze funktionieren könnte, auch für mehrere Drucksachen, also wenn Sie verschiedene Ansichten drucken möchten. Zunächst, Sie sehen, wenn ich jetzt auf die ganze Konstruktion oben drauf gucke, die Achsen sind relativ weit entfernt, also die Achsbezeichnung vom Modell, das kann ich einmal zum Beispiel korrigieren, indem ich hier unten das Raster bearbeite. Sie sehen, hier ist angecheckt, Raster der Modellgröße anpassen. Da könnte ich jetzt mal hier jeweils 5 abziehen. Dann rückt das Ganze näher ans Modell. Wir haben nachher im Protokoll relativ wenig Platz. Und da sehen Sie, so kann man sowas hier ans Modell ranrücken. Oder auch die Achsen, wenn sie nicht nötig sind, für die Dokumentation ausblenden. Hier unter Hilfsobjekte im Zeigennavigator, Hilfslinien hier ein- oder ausblenden. Okay, so dann dokumentieren wir die Erfolgsergebnisse. Ich lasse mir mal nur die Holzkonstruktion bzw. die Holzkonstruktion mit den Verbänden darstellen und sage hier nur die Selektion anzeigen, die Bodenplatte brauchen wir für die Dokumentation der Erfolgsergebnisse nicht. So, und fange an mit dem ersten Druck. Vielleicht noch ein bisschen größer hier so. Okay. Grafik drucken. 50% der Höhe direkt ins Protokoll wie Bildschirmansicht.
Okay, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, normalerweise, wenn Sie eine normale kleine Konstruktion haben mit ja, eher wenig Ergebnissen, dann empfehle ich das hier, Eingabedaten und reduzierte Ergebnisse. Da haben Sie auch noch andere Optionen, zum Beispiel alle Daten. Ich mache jetzt aber Folgendes. Ich fange mit einem ja, so gut wie leeren Protokoll an, solange ich die Grafiken drucke. So, also ich fange nicht mit dem kompletten Ausdruckprotokollumfang an. Dazu deselektiere ich hier RFM-Daten, die Stahl-EC3-Daten, RF-Betonflächen, RF-Holz und Säulen. Okay. So, das ist der erste Druck, aber wir bekommen ja, einen Hinweis. Wir versuchen eine Grafik zu drucken in ein Kapitel, was deselektiert wurde. Ja, das müssen wir natürlich wieder selektieren. Ich wollte Ihnen auch unbedingt diesen Hinweis mal zeigen. Deshalb habe ich RF-Holz ausgeblendet. So, da haben wir jetzt zwei Ergebnisse. Isometrie, also einmal Tragfähigkeit und schauen Sie mal, warum habe ich das jetzt zweimal drin? Wahrscheinlich noch, weil ich das vorhin getestet habe. Eine Grafik können wir rausnehmen. So, da sehen wir hier die Grafik, maximale Auslastung 94%. Aber die Grafik ist halt recht unübersichtlich. Aber kein Problem, sowas können wir hier alles ändern. Gehe ich also Rechtsklick auf die Grafik, Eigenschaften und sage jetzt über die gesamte Seitenhöhe 90 Grad drehen. Okay. Und schon wird das Ganze ein bisschen größer gezogen und wir schauen mal an, wie das jetzt aussieht. Ja, die Größe, das passt schon eher, aber wir sehen, ja, hier, da kann man von den Ergebnissen jetzt wenig sehen, dass jetzt hier die 94% Auslastung im Riegel sind. Das sieht man hier schlecht. Aber auch das ist kein Problem. Brauche ich auch nicht das Ausdruckprotokoll komplett verlassen, sondern mit Bearbeiten, also rechte Maustaste bearbeiten, komme ich in den Ansichtsmodus und kann dann hier im Zeigennavigator zum Beispiel zweifarbig ist voreingestellt, farbig mit Verlauf. Ja, sehen Sie hier alles farbig, farbig ohne Verlauf. Also ich denke, sowas könnte man auch schon reindrucken. Da würde man auch zumindest erkennen, wo ist welche Auslastung. Oder halt das hier. Da sieht man hier der Riegel. Das ist der am höchsten ausgelastete Bereich. Und genau das wollen wir dokumentieren. Gehen wir zurück ins Ausdruckprotokoll. So und so könnten wir die Grafik schon eher lassen. Ja, also hier sieht man die maximale Auslastung im Riegel. Und den Riegel könnte man jetzt genauer dokumentieren. Dazu verlasse ich das Ausdruckprotokoll mit Speichern. Also die Grafik ist jetzt schon mal im Ausdruckprotokoll. So, und diesen Riegel hier, Achse E, den lassen wir uns jetzt anzeigen. So eine ja, Ansicht kann man jetzt auch abspeichern unter Ansichten, zum Beispiel auch das Drahtmodell. Und dann kann man hier eine neue benutzerdefinierte Ansicht erzeugen, zum Beispiel Achse E. Man kann vielleicht mehrere Achsen definieren, um wieder leichter zu so einer Ansicht zurückzukommen. Okay, diese Grafik. Ja, drucken wir jetzt auch ins Protokoll. Wieder die 50% ohne Drehung. Das sollte für diese Ansicht reichen. So, da können wir auch mit Steuerung hier reinzoomen, Steuerung um den Mausrad. Ja, das kann man, denke ich,
so lassen. Man sieht hier, wo ist welche Auslastung. Man könnte jetzt das Panel an der Seite noch für beide Grafiken reduzieren. Zwar hier mit Eigenschaften, also rechte Maustaste klicken, die Farbskala zum Beispiel hier noch auf 20% der Höhe einstellen. Und dann sieht man, dann passt das Ganze hier schon besser. Man kann natürlich immer wieder durch den Grafikmodus in RFM reinspringen und das Ganze noch ein bisschen verschieben, den Zoom-Faktor ein bisschen verändern, um das hier einzupassen. Okay, so, Sie sehen, jetzt ist das Protokoll noch nicht sehr umfangreich, also es sind 20 Seiten und solange man hier mit Grafiken arbeitet, geht das alles noch relativ fix. Es muss natürlich immer alles neu generiert werden, wenn man wieder ins Protokoll kommt, also einen kleinen Moment dauert es dann trotzdem immer. So, mal, solange wir noch so einen geringen Umfang haben, zeige ich vielleicht hier schon mal einen Tipp, wie man zum Beispiel hier am Rand Kommentare einfügen kann. Also können Sie die Stelle hier anklicken mit der rechten Maustaste und dann mit Eigenschaften dann zum Beispiel hier eine Zusatzerläuterung, Kommentar noch einfügen. Ich schreibe jetzt hier mal Hinweise zur Bemessung. So, das soll reichen. Nur um das mal auch optisch zu zeigen. So, da sehen Sie hier dann die Zusatzerläuterung. Also wenn Sie zu irgendeinem Modul oder ja, an irgendeiner Bemessungsstelle noch irgendwas mit hinschreiben möchten, können Sie das hier hinzufügen. So, dann verlassen wir das Protokoll mit Speichern. Also beide Grafiken lassen wir jetzt im Protokoll. Wie gesagt, ich belasse es jetzt bei diesen beiden Grafiken. Ich denke mal, Prinzip ist erkannt, wie sowas vonstatten gehen kann. So, dann hier Sichtbarkeitsmodus aufheben. Wir wollen jetzt die Flächenergebnisse dokumentieren. Dazu wechseln wir hier in RFBetonFlächen in die Ergebnisse. Die Holzkonstruktion lasse ich mir jetzt mal ausblenden. Das kann man einmal mit der rechten Maustaste machen, wie ich es vorhin gemacht habe, oder hier oben über das Menü Sichtbarkeit zum Beispiel mittels Ausblenden von selektierten Objekten. Okay. So, das sind die Ergebnisse, die jetzt wichtig wären zu dokumentieren. GZT, GZG maßgebend. Wir klicken das mal durch. Dann werden Sie sehen, dass wir kaum Bewährungsunterschiede haben, weil die Bewährung des Gebrauchstauglichkeitsnachweises durch die Zwangbemessung schon relativ hoch ist. Also die deckt fast in allen Bereichen die Bewährung des Tragfähigkeitsnachweises ab. Und deshalb ja, erhalten wir hier so eine relativ, ja, also nicht sehr aussagekräftigen Grafiken, also sind schon aussagekräftig, aber die Differenzen zwischen minimaler und maximaler Bewährung sind nicht sehr groß. Deshalb sind die halt auch wenig unterschiedlich. Und ich möchte hier mal einfach dokumentieren die Grenzzustände der Tragfähigkeit. Auch wenn das hier die richtigen Ergebnisse wären, die notwendig wären, GZT, GZG maßgebend. Aber die sind jetzt hier ein bisschen aussagekräftiger und deshalb nehme ich mal für dieses Webinar hier die vier Ergebnisse, die wollen wir dokumentieren. So, und weil auch in manchen Bereichen mal wichtig ist, wirklich in jedem Rasterpunkt den entsprechenden Wert zu haben, also das würde jetzt normalerweise auch ausreichen, ja, wir wollen nicht das Einfache zeigen, sondern das, was ja mehr Platz erfordert, wo man mal an die Grenzen kommt und wie man sowas löst. So. Und wir dokumentieren das Ganze hier. Wir zeigen uns, lassen uns alle Werte an Flächen anzeigen. Sie sehen, das ist eine ganze große Zahl an Zahlen. Ja, in jedem Rasterpunkt ist jetzt hier eine Zahl, also eine Bewährungsmenge angegeben. So. Das Ganze drucken wir zunächst
ins Protokoll. Hier stelle ich aber nochmal von ISO-Flächen auf ISO-Linien um. Also wenn wir schon diese ganzen Werte hier anzeigen lassen, dann reichen auch die ISO-Linien hier im Hintergrund. Gehen auf Drucken. Das drehen wir gleich, sagen über die gesamte Seitenhöhe, 90 Grad Drehung. Okay. Und schauen uns das Ganze mal an, wie das jetzt im Ausdruckprotokoll aussieht. So, jetzt wird gleich nochmal die Warnmeldung kommen. Wir müssen auch das Kapitel aktivieren. Dadurch vergrößert sich natürlich jetzt schon gleich der Ausdruckprotokollumfang. Hier müssen wir hin. Wir zoomen mal rein. Und dann sehen Sie ja eine Riesenmenge an Zahlen, ja, wo man überhaupt nichts mehr erkennen kann. So, aber wir verlassen das Protokoll nochmal, ohne zu speichern. Das sind dann halt so am Anfang die Einstellungen, wo man die richtige Einstellung finden muss. Aber dadurch, dass wir noch nicht so viele Elemente oder ja, Moduldaten im Protokoll haben, ist das alles noch in handelbaren ja, Zeitfenster, diese ganzen Änderungen. So, um Änderungen in der Grafik zum Beispiel vorzunehmen, reicht es oft aus, wenn Sie auf das entsprechende Element mit rechts klicken und dann hier direkt auf Anzeigeeigenschaften gehen. Und dann landen Sie in den Anzeigeeigenschaften dann schon direkt an der richtigen Stelle. Hier können wir jetzt für Bildschirm und Ausdruckprotokoll dieses Fenster hier, nenne ich es mal, mit den Ergebniswerten ändern, anpassen. Einmal, wenn ich jetzt hier anklicke für Bildschirm und Ausdruckprotokoll, dann finden alle Änderungen für beide statt. Ich lasse das jetzt aber, ich ändere nur die Einstellung für das Ausdruckprotokoll. Zunächst erstmal die Schriftgröße in Schriftgröße 4. Okay. Und diesen Pfeil hier möchte ich noch weg haben. Und direkt im Rasterpunkt soll der Wert angezeigt werden. Okay. Bevor wir jetzt das Ganze nochmal ins Ausdruckprotokoll drucken, zeige ich Ihnen noch eine andere Option. Sie könnten auch das Raster der Fläche ändern. Wir haben jetzt ein Raster von 50 cm. Zeige ich Ihnen hier, wenn ich auf die Fläche klicke mit rechts, Fläche bearbeiten. Dann sehen Sie hier bei Raster 50 cm. Das könnte man erhöhen auf zum Beispiel 1 Meter. Dann wären wahrscheinlich in unserem Fall hier auch alle Werte zu sehen. Ich möchte das jetzt aber nicht machen, weil dann müssen wir alles neu rechnen hier live im Webinar und das würde einfach zu lange dauern. Aber dass Sie diese Option mal kennen, wollte ich Ihnen das auf jeden Fall noch zeigen. Okay, so jetzt drucken wir das Ganze nochmal ins Protokoll und kontrollieren das. Ich weiß natürlich jetzt, weil ich das alles schon vorbereitet habe, dass das passt. Beweise ich Ihnen auch, aber ich drucke jetzt gleich in diesem Schritt mit Seriendruck alle vier Ergebniswerte, also AS1 unten und oben und AS2 unten und oben direkt ins Protokoll. So, gehen wir nochmal hier rein in Grafik drucken, gehen hier auf Seriendruck, dann auf die Seriendruckeinstellung, Ergebnisse. So, und da wir uns jetzt hier im Modul befinden, kann ich jetzt hier bei gewählte die RF-Beton-Flächenergebnisse auswählen. Wenn Sie sich woanders befinden, können Sie auch Lastfälle und Lastkombinationsergebnisse drucken. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel diesen einen Rahmen, ja, da hätte man auch alle Schnittgrößen dokumentieren können, würde nach dem gleichen Prinzip erfolgen. Ich zeige das aber exemplarisch. Hier Grenzzustand der Tragfähigkeit. Klicke hier alle AS-Werte an. Man könnte jetzt auch noch die Gebrauchstauglichkeitsnachweise und so weiter mit dokumentieren. Ja, da wäre aber jetzt nicht notwendig, zum Beispiel auch Auslastung. Da wäre aber jetzt nicht notwendig, in jedem Rasterpunkt den Wert zu haben.
Ja, deshalb verzichte ich darauf. Aber exemplarisch zeige ich das Ihnen für die 4 Bewährungswerte. Sie sehen hier Anzahl der Grafiken 4. Okay. Okay. Da ich vorhin nicht gespeichert habe, wird jetzt nochmal der Hinweis kommen mit den Moduldaten, dass die mit aktiviert werden. So, Sie sehen hier schon links sind jetzt alle 4 Grafiken gedruckt worden. Es dauert noch einen kleinen Moment, ehe sich das aufbaut. Wir sind jetzt bei 29 Seiten. Wir zoomen mal hier rein. So, ich hoffe, Sie können es sehen. Ich zoome mal noch weiter rein. Die Ergebniswerte kann man jetzt in jedem Punkt sehen. Also das wäre so eine Variante einer Dokumentation von den Bewährungswerten in jedem Rasterpunkt. So, und das sieht natürlich dann für alle Werte gleich aus hier. Von der Optik her natürlich überall andere Werte. Jetzt könnte man auch hier das Panel, da sieht man, das kann man noch ein bisschen in dem Fall zusammenschieben. Mache ich auch nochmal. Rechte Maustaste, Eigenschaften, Farbskala, hier 20 und dann rückt das etwas zusammen. So, das schauen wir uns noch kurz an. Und dann kommen wir zum Protokollkopf. Aber wir schauen uns jetzt noch hier diese Änderung an. Ja, das passt. Also man sieht dann jetzt auch auf dieser Seite hier die Achsen, wo wir sie auch auf der anderen Seite haben. Aber der Ordnung halber. Okay, so, jetzt kommen wir zum Protokollkopf. Ich lasse mir mal die ganze Seite anzeigen. Sie sehen, hier steht jetzt noch Mustermann. Und hier oben auf Druckkopf festlegen. Dann kann man hier in die Protokollkopf-Bibliothek wechseln. Ich habe schon im Vorfeld für unsere Firma hier einen Druckkopf angelegt. Und wenn Sie hier einen neuen anlegen wollen, einfach hier einen neuen Protokollkopf anlegen. Können Sie sich verschiedene Protokollköpfe anlegen. Zum Beispiel, wenn Sie ein freier Mitarbeiter sind, der für mehrere Firmen vielleicht arbeitet. Ansonsten brauchen Sie hier bloß einen Kopf, der dann jedes Mal gleich ist. Hier die Daten eintragen. Eventuell ein Firmenlogo, muss aber nicht sein. Dann auf OK, dann wird das aktualisiert. Okay, das sieht dann so aus. So, dann legen wir ein Deckblatt fest. Da kann man hier eine Grafik des Modells mit einblenden. Ja, diesen Haken lasse ich gesetzt. Für die, ja, Bezeichnung, Bauform und so weiter. Das habe ich mir im Vorfeld hier mal auf ein Blatt aufgeschrieben und füge ich jetzt hier nur noch ein per Kopieren und Einfügen. So. Ja, das sind alles fiktive Sachen. Das Einzige, was stimmt, ist der Ersteller. Das bin ich. Okay. Sollte jetzt gleich erscheinen. Ja, hier sehen wir es, die Grafik unten und die ganzen Daten. Kann man natürlich auch die Schriftart nochmal ändern. Also ich finde die hier jetzt, die gewählt wurde, relativ fett. Hier unter Schriftart, zum Beispiel halb schmalfett. Okay, dann sieht das in meinen Augen ein bisschen harmonischer aus. Ja. Das gefällt mir dann schon besser. Aber das ist Geschmackssache. Wie jeder möchte, kann er sich das da einstellen. So, dann kann man verschiedene Sachen einfügen. Textblock, Textdatei, Grafik aus Zwischenablage. Ich füge jetzt mal einen Textblock ein, und zwar mit Vorbemerkungen.
Auch hier habe ich den Text schon vorbereitet. Füge den ein. Also nur der erste Satz bezieht sich hier auf das Bauvorhaben. Der Rest ist Blindtext, aber dass Sie mal sehen, wie das dann optisch aussieht. Der Textblock wird hinten angefügt, auch wenn Sie eine Grafik einfügen, aber die Vorbemerkung kann man natürlich auch nach vorne schieben. So, dann haben wir hier das Deckblatt und danach die Vorbemerkung. Was ist noch möglich? Zum Beispiel können Sie, das ist ein relativ neues Feature, das möchte ich hier auch gleich zeigen. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal hier in die Daten von RFHolz Pro. So, ich zoome mal ein bisschen hier rein, dass wir die Seitenzahl sehen. Sie sehen, wir sind hier auf Seite 11. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier vorher Seiten einfügen will, stellen Sie sich vor, Sie drucken das ganze Protokoll aus, aber haben noch Sachen, die Sie dazwischen heften müssen, dann, und das könnten zum Beispiel 5 Seiten sein, dann gehe ich einfach hier drauf, mit der rechten Maustaste und sage Seiten vor dem Abschnitt einfügen. Dann kann man dann hier 5 Seiten einfügen. Das ist jetzt hier mal noch ein Test. Okay. Und dann wird aus der Seite 11 für RFHolz Pro die Seite 16. Sehen, Seite 16 und die vorhergehende Seite ist Seite 10. Sehen Sie auch hier, das ist optisch ja so angezeigt, also dass man sieht, davor wurden Seiten eingefügt. Ich nehme die jetzt hier mal wieder raus. Seiten vor dem Abschnitt löschen. So, das war mal so ein Zwischendurch-Tipp, was jetzt neu hinzugekommen ist. Als nächstes fügen wir noch eine Grafik ein. Also hier über Einfügen Grafik aus Zwischenablage. Dazu müssen wir natürlich erstmal eine Grafik in die Zwischenablage legen. Ich gehe mal auf unsere Webseite. Viele von Ihnen kennen das sicherlich, diesen kostenlosen Dienst. Lösungen, Online-Dienste, die Schneelastzonen, Windzonen und Erdbebenzonenkarten. So, dann hier verschiedene internationale Normen, beim Eurocode dann die entsprechenden nationalen Anhänge. Ich bleibe bei Deutschland, gebe mal hier die Adresse unserer Filiale in Leipzig ein. Sehen hier, dann ist der entsprechende Punkt. Sie können auch hier reinzoomen, wenn Sie es ganz genau dokumentieren wollen. Ich lasse jetzt mal hier die gesamte Deutschlandkarte und gehe hier auf Screenshot. Der wird dann jetzt erzeugt. So, den öffne ich. Der öffnet sich dann in dem entsprechenden Standardprogramm, was Sie installiert haben. Ich habe hier Snagit. Und dann müssen Sie das Ganze in die Zwischenablage kopieren. Copy. Und im Programm dann hier einfügen. Grafik aus Zwischenablage. Schneelastzone oder noch Schneelast, ja, ist egal. So, auch das wird dann hinten angehängt. Wir schauen es uns kurz an und fügen das dann, wenn wir alle Daten ins Protokoll eingebunden haben, dann an der entsprechenden Stelle hinzu oder verschieben das dahin. So, hier ist die Grafik. Okay, dann gehen wir hier in Themen für das Ausdruckprotokoll wählen, aktivieren hier unten zunächst noch das Inhaltsverzeichnis und dann die ganzen Moduldaten und RFM-Daten. So, erstmal RFM. Stahl-EC3 fehlt noch. Diese beiden hier sind schon aktiviert, weil wir ja die Grafiken da reingedruckt haben, also RF-Betonflächen und RF-Holz Pro. Säulen aktivieren wir auch noch. Und Sie können hier entsprechend den Ausgabeumfang ja, bestimmen. Sie sehen viele Optionen hier. Ja, ich mache jetzt hier mal nur eine Änderung. Ich lasse mir nicht die Ergebnisse der Lastfälle und Lastkombinationen anzeigen, nur die der Ergebniskombination. Modelldaten,
Lastfelder in Kombination, Lasten. Sie sehen ja viele Einstellmöglichkeiten, was Sie auch abwählen oder auswählen können. Ich modifiziere jetzt hier nur die Querschnitte Schnittgrößen. Lass mir das nicht in, also die Ergebnisse in jeden Teilungswert, sondern nur die Extremwerte der Querschnitte anzeigen mit allen Schnittgrößen und bestätige das Ganze dann. Das ist alles umgerechnet. So, okay. Okay. So, jetzt baut sich das Protokoll auf. Das sind über 170 Seiten. Und wenn wir jetzt dann noch anfangen, Grafiken reinzudrucken, dann müssen wir halt jedes Mal ein bisschen länger warten, ja. Und das wollte ich vermeiden, indem ich die Grafiken erst gedruckt habe, also in der Phase, wo noch nicht alle Modul- und alle RFM-Daten aktiviert waren. Also das ist vielleicht ein ganz hilfreicher Tipp, wenn Sie so einen großen Umfang haben. So, unter Lasten findet man dann hier die Schneelasten und ich schiebe unsere erzeugte Schneelastzonenkarte hier bei Schnee mit rein. So, jetzt wird natürlich wieder alles umgerechnet, die ganzen Seitenzahlen verändern sich ja. Und dann springen wir an die Stelle hier. Sie sehen schon, das dauert jetzt alles schon ein bisschen länger, ja. 172 Seiten. Ja, hier die generierten Lasten und an der Stelle dann auch die Schneelastzonenkarten. Und so können Sie das auch für die, ja, Windzonenkarten machen oder auch andere Grafiken, die wichtig sind für die Dokumentation. So, was gibt es noch für Möglichkeiten? Einstellungen, Sprachen. Also wir haben 13 Sprachen, in die das Protokoll übersetzt werden kann. Ich lasse es mal ganz kurz in Englisch übersetzen, die 172 Seiten. Sehen jetzt hier schon Structural Analysis, Project und so, das ist alles schon in Englisch. So, das lassen wir noch kurz generieren. Springen vielleicht hier mal noch an anderer Stelle. Für RF-Beton. Nur als Beweis, dass das komplette Protokoll übersetzt wurde. Ja, also alles komplett in Englisch. So, gehen wieder auf Deutsch. Okay. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Vielleicht erzähle ich da noch ein bisschen, was noch möglich ist. Man kann das Protokoll exportieren in eine RTF-Datei, in eine PDF-Datei. Man kann das exportieren zu VC Master. Da zeige ich Ihnen mal einen Fachbeitrag, den die Sandy Matula geschrieben hat, die heute auch ihre Fragen beantwortet hier. Und ansonsten Druck in PDF. Ja, das machen wir gleich im Anschluss. So. Also wie gesagt, hier in der RTF-Datei, also eine Textdatei, können Sie das Ganze drucken oder zum Beispiel im PDF oder auch hier über Drucken. Drucken. Ich habe hier einen PDF-Drucker eingestellt. Sage jetzt hier okay. Sehen jetzt hier, wie sich das aufbaut. So lange warten wir jetzt nicht, bis die 172 Seiten generiert wurden. Ich breche das ab und zeige Ihnen stattdessen das fertige Protokoll, was ich im Vorfeld schon gedruckt habe. Ja, ganz normal, also PDF. So. Dann wäre ich eigentlich schon durch. Ich wollte Ihnen aber noch diesen Fachbeitrag zu dem VC Master zeigen. So, da gehen wir nochmal auf die Startseite hier. Und unter Support und Schulung sehen Sie die FAQs, Knowledge Base, Produkt Features. Und hier gehe ich jetzt mal auf die Knowledge Base. Gebe da als Suchbegriff VC Master ein. Und dann sehen Sie hier drei Fachbeiträge.
von das Handy. Ich glaube, die sind alle von das Handy. Auf jeden Fall der hier, Export zu VLC Master. Ist das mal ja, so kurz erklärt? Das hat natürlich einen viel größeren Umfang dann noch, was Sie, oder, ja gut, das bezieht sich ja nur auf den Export, aber in VLC Master haben Sie natürlich sehr viele Möglichkeiten, was Sie da machen können. Ich lasse vielleicht ganz kurz nochmal das Video laufen. Da hat sie hier einfach mal so einen Mehrfeldträger genommen und wollte dann diese Ergebnisse hier dokumentieren, wie man das Ganze macht. Das haben wir eben, habe ich eben gezeigt. Einfach die Grafik mal ins Protokoll drucken. Das ist jetzt natürlich ein sehr kurzes Protokoll. Das hat bloß 4 Seiten. Und das soll dann in VLC Master gedruckt werden. VLC Master muss dazu dann schon offen sein. Das zeigt sie ja gleich. Ja, also VLC Master muss geöffnet sein und dann wird es direkt übertragen. Also mit dem Button da oben. VLC Master, Schnittstelle. Okay. So, und dann kann ausgewählt werden, was alles von dem Protokoll in oder nach VLC Master exportiert werden soll. Hier sind es 4 Seiten, kann man mal deselektieren. Ja, sie überträgt jetzt alle 4 Seiten in VLC Master. Man kann ja in RFEM und RSTAB mehrere Ausdruckprotokolle erstellen. Ja, die könnte man dann nach und nach oder nacheinander in VLC Master drucken oder nur Teile davon. Das sind ja nur einige von wenigen, vielen Möglichkeiten, die da in VLC Master möglich sind. Auch von anderen Programmen können Sie dann Sachen da eindrucken. Aber ich wollte Ihnen jetzt mal nur den Export erläutern hier von RFEM zu VLC Master. So, wenn wir jetzt auf unserer Webseite hier sind, dann zeige ich Ihnen noch, wo Sie die heutige Aufzeichnung finden. Also Sie bekommen einen Link in den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon morgen, wo Sie auf diese Seite hier gelangen, unter Webinare. Dann hier ist das heutige Webinar. Da werden Sie dann, da ist jetzt hier noch ein anderes Video, aber hier links werden Sie dann das Video, also die Aufzeichnung finden. Hier finden Sie die Präsentationsfolien im PDF-Format. Dann hier unten unter Modelle zum Herunterladen. Ich habe das Modell schon hochgeladen von heute. Hier finden Sie auch viele andere Modelle. Und das zeige ich auch nochmal. Unter Downloads und Infos finden Sie hier Modelle zum Herunterladen. Da ist nicht nur das Modell des heutigen Webinars dabei, sondern viele andere. Sie sehen, 433 sind das mittlerweile. Da können Sie mal ein Modell suchen, was Sie vielleicht als Aufgabe demnächst ja, bewältigen müssen. Vielleicht finden Sie da eine Hilfe, wie wir das Ganze modelliert haben. Okay. So, dann wäre ich aber mit dem, was ich zeigen wollte, durch. Vielleicht nochmal die Frage an die Sandy, ob wir noch irgendwas ganz kurz zeigen können. Also wir sind jetzt schon sehr weit vorangeschritten, aber vielleicht können wir noch eine Frage beantworten, die vielleicht noch zusätzlich nötig wäre zu beantworten. Ja, hallo. Und zwar kam mehrmals die Frage, ob man so eine Art Vorlage erstellen kann für das Protokoll. Ja, natürlich. Da gehe ich nochmal in das Protokoll rein. So, das habe ich nicht gezeigt. Unter Einstellungen finden Sie hier den ja, Menüpunkt Ausdruckprotokoll Muster. Da können Sie ein neues Ausdruckprotokoll Muster erstellen oder jetzt zum Beispiel neu aus dem aktuellen Projekt können Sie das hier abspeichern. Dann haben Sie immer diesen Ausdruckprotokollumfang, den Sie einmal definiert haben. Ja, also da nochmal neu wäre dann die andere Option. Da können Sie hier das selektieren oder deselektieren, was Sie auch für bestimmte Protokolle in Zukunft brauchen. Und dann müssen Sie das nicht jedes Mal neu definieren. Okay, ansonsten, ich hoffe, alle Fragen wurden beantwortet. Wenn nicht, Sie erhalten spätestens im Anschluss an das Webinar noch Ihre Antwort. Ich springe nochmal zurück in die PowerPoint. Nochmal ganz kurz.
Unsere kostenlosen Online-Dienste wollte ich Ihnen noch mal ganz kurz vorstellen. Geozonen-Tool haben wir gesehen. Querschnittswerte, da können Sie aus einer Datenbank Querschnittswerte auslesen, können auch eigene parametrisierte Querschnitte definieren und dafür die Querschnittswerte ermitteln lassen. FAQ und Knowledge Base hatte ich Ihnen auch gezeigt, Modelle zum Herunterladen. Unser YouTube-Kanal mit den ganzen Webinaren, die werden ja jedes Mal aufgezeichnet, die Videos. Unser Webshop ist transparent mit Preisen. Wenn Sie sich für ein bestimmtes Modul oder für ein bestimmtes Programm interessieren, finden Sie dort die entsprechenden Preise und können sich auch selbst ein Angebot zusammenstellen, um zu ermitteln, ja, was wären jetzt die Gesamtkosten. Die Testversion können Sie herunterladen für RFM, R-Stab, Erwin-Simulation und so weiter, um ausgiebig zu testen, den Umfang der Programme ausgiebig zu testen. Unser Support per E-Mail und Live-Chat ist kostenlos. Also ja, hier wurden nochmal alle oder viele kostenlose Online-Dienste hier vorgestellt, die wir anbieten. So, ansonsten, ich schalte nochmal kurz meine Webcam ein. Das Handy Ihrer ging nicht. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, bei das Handy für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und vielleicht sehen wir uns mal beim anderen Webinar wieder oder hören uns wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.